Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute reden wir mal Tacheles. Wie ihr so schön sagt in Deutschland, wir reden über die Kohlen. Also wie kann man sich Motorradfahren auf der Rennstrecke besser finanzieren? Wie kann man Geld sparen? Wie kann man vielleicht sogar Geld dazu bekommen über Sponsoren, vielleicht zusätzliche Dienstleistungen etc. pp. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich mache das ja schon ein paar Jährchen und ganz viele Kilometer auf der Rennstrecke. Und natürlich habe auch ich, habe natürlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das kam bestimmt auch mit daher, weil ich mir dachte, wie zum Kuckuck kann ich diesen Spaß etwas finanzieren. Man sieht, ich habe es erfolgreich geschafft. Ich habe mir quasi das Hobby finanziert. Das Problem ist daran, dass ich dadurch vielleicht das Hobby ein bisschen weniger ist, weil es zum Job geworden ist. Das soll bei dir nicht unbedingt passieren, aber ich möchte dir hier einfach ein paar Tipps geben, wie man das Ganze besser stemmen kann. Und aus dem Grund habe ich mir hier wirklich auch jetzt Gedanken gemacht und eine Liste gemacht, geschrieben, weil für mich viele Dinge auch selbstverständlich sind, die ich automatisch mache. Und deswegen möchte ich dir was mitgeben. Grundsätzlich ist es so, starten wir mal mit dem ersten Punkt, und das sind große Mengen kaufen. Das ist ein großer, großer finanzieller Punkt, der jemanden, der vielleicht nicht so viel Geld hat, immer am Rande des Verzweifelns bringt, weil ich weiß von den Rennstreckeneinsätzen, dass viele, die vielleicht nicht so viel Geld haben, immer den Nachteil haben, dass sie an der Rennstrecke vor Ort kaufen, also einen Reifen zum Beispiel. Die gehen auf ein Event, haben noch einen gebrauchten Satz Reifen drauf und mit dem fahren sie, dann stellen sie fest, okay, jetzt ist er runter, jetzt brauche ich einen neuen Reifen, und dann kaufen sie an der Rennstrecke einen Reifen, einen Hinterreifen. So, dann kostet der Reifen dort an der Rennstrecke vielleicht 20, 30 Euro mehr, als wie wenn du am Anfang des Jahres dein notwendiges Reifenkontingent gekauft hättest. Das klingt zwar dann, sagt ja okay, die 20, 30 Euro auch schon drauf geschissen, aber wenn man von Reichen, und ich rede nicht von mir, sondern von anderen Reichen lernen kann, dann ist es, Geld kommt zu Geld und die kaufen immer in großen Mengen. Dadurch tun sie auf das Jahr gesehen einfach wahnsinnig viel Geld sparen. Das klingt im ersten Moment crazy, weil man so viel Geld auf einmal ausgibt, aber am Ende des Tages hättest du es sowieso ausgegeben, immer in kleineren Mengen und dann immer 20, 30 Euro mehr, als du eigentlich dafür hättest bezahlt, und das geht wahnsinnig ins Geld, und du musst immer das Jahresbudget betrachten und nicht das einzelne Event. Das Jahresbudget ist nämlich letztendlich entscheidend dafür, ob das Hobby bezahlbar ist oder nicht. So, und das ist natürlich ein Thema, weil der Reifenhändler, der muss den Reifen mitnehmen zur Rennstrecke, der muss dorthin fahren, der muss den Reifen viermal anfassen, der muss einen Hänger führen, der muss dies, das, jenes. Das heißt, er hat natürlich auch mehr Kosten, und der finanziert sich durch jemanden, von dem der an der Rennstrecke vor Ort die Reifen kauft, stückweise, ne? So, wenn du jetzt aber beim Reifenhändler, wie es wir für Michelin zum Beispiel sind, sagst, du Matthias, pass mal auf, ich fahre fünfmal im Jahr auf die Rennstrecke, ich brauche wahrscheinlich so und so viel, oder was denkst du, wie viel das ich brauche, kannst du mir einen guten Preis machen? Dann mache ich das. Und das macht in der Regel auch jeder Reifenhändler, der halbwegs vernünftig ist. Also bei uns gibt es Reifenbudgets, wo man sagt, okay, wenn der so und so eine Absatzmenge kauft, dann kriegt er einen Satz umsonst. Also das macht durchaus Sinn, und dass jeder Händler liebt solche Kunden, weil man nur eine Rechnung hat, weil man nur eine Lieferung hat. Und der Kunde am Ende des Tages sogar noch Geld dabei spart und wir uns Zeit sparen und somit auch mal einen Reifen günstiger verkaufen können. Oder die Menge günstiger verkaufen können. Also große Mengen kaufen macht Sinn. Nicht nur was das Thema Reifen anbelangt, sondern auch was das Thema Nenngebühren anbelangt. Nenngebühren sind meines Erachtens die zweite große Parameter, was die Kosten auf der Rennstrecke anbelangt. Und auch hier ist es so, dass ein Veranstalter, wie wir zum Beispiel, ein VIP-Package machen. Also wenn du alle Termine bei uns fährst, dann hast du 15% Rabatt drauf. Natürlich, wir freuen uns, dass ein Kunde über die ganzen Events mit dabei ist und können somit, haben wir eine Rechnung, wir haben nur eine Aufwand, wir buchen den einmal ein und dann ist er bei allen Events dabei, hat eine Startnummer. Es ist immer das Gleiche, vor dem haben wir weniger Aufwand. Und natürlich, wir haben die Sicherheit. Die Sicherheit, dass wir sagen, der Kunde fährt das ganze Jahr bei uns. Das heißt, so und so viele Plätze sind schon mal weg durch den einen Kunden. Das gibt uns Sicherheit, und dadurch geben wir was zurück und machen einen Rabatt. Und das ist nicht nur bei uns als Veranstalter so, sondern auch bei vielen anderen. Also
zahlt sich wieder mal große Mengen kaufen. Wenn du jetzt 5-mal im Jahr bei uns als VIP-Package gefahren wärst und dann aber im Verhältnis dazu 5-mal einzeln irgendwo kurz vor knapp buchst, dann zahlst du immer den höheren Preis. In diesem Moment fällt es dir nicht auf, aber am Ende des Jahres hast du mehr dafür ausgegeben. Großer, großer, großer Punkt. Deswegen Jahresbudget planen. Jahresbudget am Ende des Jahres, Budget planen für nächstes Jahr. Und das ist ein langfristiger Faktor. Du musst versuchen, über das Jahr Geld zur Seite zu bringen, damit du dann das ganze Jahr planen kannst und im besten Fall am Anfang des Jahres dieses Budget nimmst, steckst es in diesen Topf rein und kommst dann das ganze Jahr damit aus. Und da würde ich auf jeden Fall schauen, dass du irgendwie einmal diesen Schwung schaffst. Und dann sparst du langfristig. Das musst du schaffen. Du musst im Jahr schon mal Geld zur Seite bringen, damit du das finanzieren kannst. So, wenn du immer nur so peu à peu und kurz vor knapp und alles irgendwie Konto schon wieder so auf Null oder im Minus oder das ist scheiße. Du musst nur einmal ein Polster schaffen mit diesem Polster. Merk dir den Spruch, Geld kommt zu Geld. Das ist nun mal so. Habe ich auch lange, hat lange gedauert, bis ich das gelernt habe. Aber man kann es lernen. So. Oder auch Sammelbestellungen mit Freunden. Na, wenn du jetzt 3-4 Freunde hast, die sowieso auf die Rennstrecke fahren und sowieso Reifen brauchen und sowieso Nenngebühr brauchen, dann sucht euch einen Dienstleister, wie wir zum Beispiel, und sagt, hey, wir sind hier 5 Leute. Wir brauchen so und so viel Reifen. Mach uns einen geilen Preis. Dann werdet ihr am Ende des Tages wahnsinnig viel Geld sparen. Was man auch gut machen kann, ist die Anfahrten. Anfahrten zur Rennstrecke sind auch ein sehr hoher Kostenpunkt. Sprit, Maut, Zeit, Kilometerverschleiß am Fahrzeug und so weiter. Mit Jahresurlaub vereinbaren. Ne? Wenn zum Beispiel Jahresurlaub, wo machen wir den heuer mit der Family? Vielleicht in Kroatien. Okay, dann fahren wir auf die Rennstrecke nach Rijeka. Dann verbinden wir das und somit haben wir diese Fahrt, die wir in Urlaub gehabt hätten, mit der Fahrt zur Rennstrecke kombiniert. Das heißt, wir haben Kosten gespart. Natürlich kann ich das nicht 5-mal im Jahr machen, aber wenn ich sowieso einen Jahresurlaub machen möchte und will oder muss, weil die Frau sagt, wir machen Jahresurlaub und die Kinder wollen ans Meer, ja, habe ich genauso, dann verbinden wir das mit der Rennstrecke. So, dann sind wir 3 Tage an der Rennstrecke und dann noch eine Woche in Krück auf der Insel. Das wohlgemerkt auch im besten Fall schon sehr langfristig planen, weil dann die Preise auch auf den Campingplätzen oder in den Hotels einfach geringer sind. Mache ich genauso. Ich plane meinen Sommerjahresurlaub im Januar für den August. Das ist halt langfristig spart immer Geld. Also Anfahrten kombinieren oder aber auch mit Kumpels Fahrgemeinschaften machen. Wieso nicht? Zu zweit, zu dritt, mit Hänger, mit Transporter, wie auch immer, Fahrgemeinschaften machen, Sprit teilen, Maut teilen. Verschleißkosten am Fahrzeug teilen. Auch was das Thema Transporter anbelangt, kauft euch einen Transporter, der werthaltig ist. Also macht keinen Sinn, einen neuen Transporter, einen neuen Renault zu kaufen, der ein Jahr später nur noch die Hälfte wert ist. Dann kaufe ich mir lieber einen soliden, gebrauchten Sprinter, der nach 3 Jahren irgendwie immer noch das gleiche wert ist, obwohl ich ihm 50.000 Kilometer drauf gefahren habe. Macht mehr Sinn. Also auch lieber was kaufen, was werthaltig ist. Allgemein, das ist schon der nächste Punkt, werthaltige Teile, werthaltige Motorräder, werthaltige Ersatzteile und so weiter kaufen. Wir haben das oft, wenn wir um den Punkt Investition in Fahrwerk, Öhlins. Oh mein Gott, nein, Öhlins ist so teuer, um Gottes Willen. Schau mal, was die Öhlins Gebrauch und Federbeine kosten. Da kriegst du ein Federbein für 800, 900 Euro. Vielleicht 1000. Der Vorteil daran ist, oder der Nachteil, es ist auf Anhieb ein Patzen Kohle. Der Vorteil, das wird nie mehr weniger wert. Das heißt, ein Federbein kann eigentlich nie kaputt gehen, egal wie zerstört das Motorrad ist. Das Federbein wird immer diesen Wert erhalten. Das heißt, du hast ein hochwertiges Produkt, das du hochwertig nutzen kannst, mit viel Spaß nutzen kannst. Und im Endeffekt, nach 2-3 Jahren, wenn es halt nicht mehr ist, fürs gleiche Geld wieder verkaufst. Das heißt, suche wirklich hochwertige Produkte. Kauf keinen Billigschrott, der nach ein halbes Jahr nicht mehr funktioniert und auch nichts mehr wert ist. Das heißt, wenn du das Hobby aufgeben solltest, wenn du vielleicht keinen Bock mehr hast oder dir es gar nicht mehr leisten kannst oder wie auch immer, dann hast du zumindest werthaltige Produkte, die du für einen gleichen Kurs oder für einen sehr guten Kurs wieder losbringst. Das heißt, du legst das Geld nur zur Seite und es ist nicht weg. Aber das ist sehr schwer unterbewusst zu verstehen, weil man ja nur sieht, dass man das Geld jetzt ausgibt. Und lieber, ich sage immer, ich habe vor kurzem erst eine Couch gekauft. Das ist ein witziges Thema am Rande. Ich habe erst, also vor 2 Jahren habe ich eine günstige Couch bei Mömax gekauft für 1.500 Euro. Das ist günstig für eine Couch. Das ist aber ein richtiger Schrott. Das ist ein richtiger Scheißdreck. Und dann habe ich so die Schnauze voll gehabt von diesem Klump, auf Bayerisch gesagt,
dass ich mir eine hochwertige Couch kaufen wollte, aber nicht bereit war, 6.000 Euro für eine Couch auszugeben. Also ich bin bescheuert und zahle 6.000 Euro für eine Couch. Also habe ich mir gebraucht eine gekauft. Gebrauchte Couch, sehr hochwertig, von einem deutschen Hersteller, wirklich was Wertiges, wo du sagst, wow, das ist aber cool gemacht, für ein Drittel vom Neupreis, das wird nie mehr weniger wert. Also lieber gebraucht, in einem guten Zustand kaufen, werthaltige, nachhaltige, hochwertige Produkte, die den Wert nicht verlieren. Und das ist meine Art, wie ich mit Materialien umgehe. Auch was das Thema Motorrad anbelangt. Vielleicht Motorrad kaufen, das sehr solide ist, wo ich weiß, da gibt's keine Motorschäden. Da kaufst du dir halt, wenn du nur 3.000, 4.000 Budget hast, kaufst du dir halt eine alte Suzuki. Die geht nicht kaputt, motortechnisch. Also du schmeißt sie weg, aber das kann mit jedem passieren. Ne? Aber dann kauf dir eine ältere Suzuki, die nicht kaputt geht, oder eine ältere Cover. Motorschäden gibt's da in der Regel sehr selten. Und wenn die 3.000, 4.000 Euro kostet, so wie unser Low-Budget-Projekt, der weniger wert werden, tut die nicht mehr. Das heißt, du gibst das Geld nicht raus und schmeißt vom Fenster weg, sondern du legst es an in was im Endeffekt am Ende des Tages nach deinem Gebrauch immer noch genauso viel wert ist wie vorher. Wenn du dir eine neue kaufst für 30 Mille, dann wird die halt nach einem Jahr einfach nur noch 20 wert sein. Das heißt, du hast 10.000 genommen, vom Fenster rausgeschmissen für 3.000, 4.000 Kilometer Spaß. Das ist natürlich bei mir ein Unterschied, da ich natürlich als Markenbotschafter etc. solche Motorräder zur Verfügung gestellt bekomme. Müsste ich mir die kaufen, würde das anders aussehen. Also nur mal so auch für euch, und ich bin da so ehrlich mit euch, das ist ein Thema. Ne? Also da wirklich ein bisschen schauen auf sie langfristig sein. So, was haben wir noch? Jahresurlaub haben wir. So, im Auto oder im Bus schlafen, keine Hotels, machen die wenigsten von euch. Hotel ist ein gewisser Luxus, den man dann oft, wenn man zur Rennstrecke oder das Plan sagt, ach komm, ich will nicht schon wieder im Auto schlafen oder ich will nicht im Zelt schlafen, ach komm, scheiß auf die 150 Euro, oh, scheiß auf die 200 Euro. Ja, das ist ein Problem, läppert sich aufs Jahr gesehen, versucht euch ein bisschen behelflich zu sein im Auto, baut euch was aus, geht zum Baumarkt, kauft euch ein paar Fichten-Vierkanthölzer und baut euch ein Bett in den Transporter rein. Habe ich genauso gemacht, vor wie ich angefangen habe. Ich hatte einen langen, hohen Sprinter, habe mir da für 100 Euro Material ein Bett reingebaut, wo ich drunter das Moped machen können, würde ich jetzt heute hochwertiger machen, aber es hat funktioniert. Na, es war vollkommen okay, ich habe drin schlafen können, ich habe Strom angesteckt, habe einen Heizlüfter drin gehabt, auf der Rennstrecke kostet uns Gott sei Dank ja der Strom nichts. So, und dann bin ich losgefahren. Hotel ist scheiße auf Dauer, kostet viel zu viel Geld. Also da schauen, Anhänger, im Anhänger schlafen, vielleicht eine Dachluke reinmachen mit Fenster, dass du frische Luft kriegst, nicht die Benzingase einatmest, Benzin rausstellen, Reifen rauslegen, Unterhänger reinlegen, kann man viele Sachen machen, schaut, dass im Fahrerlager schlaft. Also das geht auf jeden Fall extrem günstig. So. Essen gehen vermeiden. Essen gehen ist natürlich eine tolle Sache, speziell wenn man in Rijeka ist. Ne? Dann gibt es natürlich die Fischplatte für 25 Euro. Ja, das ist geil, sollte man auch mal gemacht haben, mache ich auch. Aber im Großen und Ganzen sage ich dann schon auch wieder mal zu meiner Frau, wenn die mit ist, sagt, komm, ach, mach mal Brotzeit. Ne? Also, oder klar, 5 Minuten Terrinen und keine Ahnung was, das ist auch teuer. Aber oder Nudeln mit dabei, schnell Nudeln kochen oder wie es. Also das, da kann man günstiger essen, wenn man selber einkauft. Deswegen mache ich eigentlich immer einen Großeinkauf für die Rennstrecke, dann nehme ich das alles mit und in der Regel bleibt viel über und ich nehme das wieder mit nach Hause und esse das dann die Tage einfach noch zu Hause oder in der Arbeit, habe das hier in der Firma im Kühlschrank und esse das dann halt einfach runter. Von dem her, da kann man wirklich viel Geld sparen, auch was die Getränke anbelangt. Getränke reduziere ich mittlerweile auf Wasser. Und zwar habe ich da einen großen Kostenpunkt gefunden, wie man viel Geld sparen kann bei Getränken. Ich kaufe bei der ortsinternen Brauerei. Also ich gehe hier zu Allersbacher und sage, ich möchte gerne eine Europalette Wasser. Das mache ich quasi öfter. Also wenn die halt leer ist, dann bestelle ich eine neue Palette. Da kostet mich umgerechnet die halbe Liter Wasser 15 Cent. Und das ist echt günstig. Und das nehme ich dann einfach auch zur Rennstrecke mit. Das heißt, ich nehme mein Wasser von zu Hause mit, weil das nicht viel kostet. Wenn du allerdings am Weg, da bei der Tankstelle und so weiter, dann mal ein Red Bull und dann Cola und dies und das. Das sind immer nur kleine Beträge, aber das läppert sich so dermaßen und schwuppdiwupps hast du fürs Event 30 Euro mehr ausgegeben, nur weil du dein Wasser nicht dabei gehabt hast. Also wirklich, Wasser kann man viel Geld sparen und Getränke kann man so viel Geld sparen. Orts
ansässige Brauerei. Erstens unterstützt du da was Nachhaltiges, finde ich von dem her cool. Ne? Zweitens, die bringen es dir vor die Haustür, der kommt hier mit seinem 7,5-Tonner, lädt die Palette ab, räumt mir das sogar ins Regal und ich brauche es nur nehmen. Gut, hier profitiert die ganze Firma davon, also jeder Mitarbeiter von uns trinkt quasi kostenlos Wasser, aber für 14, 15 Cent die Flasche, pff, ja okay, da spendiere ich gern für die Firma Wasser. Also da auch ein bisschen drauf achten. Benzin im Ausland kaufen. Macht wenig Sinn, den deutschen Sprit mitzunehmen, wenn ich in Kroatien momentan für 1,40 Euro tanken kann. Diesel. Also wirklich, habe ich fotografiert. Unglaublich günstig. Anscheinend ist bei denen die Krise vorbeigegangen. Ich weiß es nicht. Ich will mich dazu auch nicht äußern. Das ist ein anderes Thema. Da kann man nur drüber schmunzeln. Auf jeden Fall, die haben günstigen Sprit. Und ich denke nicht, dass der viel schlechter ist als unserer. Von dem her kippe ich den in mein Auto oder ins Motorrad. Also Diesel nicht ins Motorrad, aber dann halt den super. Also da auch wirklich kurz vor der Rennstrecke, runter von der Autobahn, irgendwo tanken. Und dann brauche ich auch das Gewicht nicht mitschleppen von 80, 90 Liter Superbenzin. Das ist Gewicht und somit auch wieder Spritersparnis beim Transporter. Auch was die Spritersparnis vom Fahrzeug anbelangt, habe ich einen großen Tipp: langsam fahren. Wenn du sowieso 700 Kilometer fährst, macht es keinen Sinn, mit 140, 150 über die Autobahn zu blasen mit einem vollbeladenen Transporter. Braucht viel zu viel Sprit. Ich fahre meistens sowieso mit dem Hänger, da fahre ich hinter dem LKW, fahre ich mit 90 Tempomat, Abstandstempomat. Ist ja eh egal. Ich nehme mir die Zeit, ich plane sowieso den ganzen Tag Anfahrt ein, vielleicht sogar mehr. Ja, ob ich dann eine Stunde, zwei Stunden früher oder später ankomme, drauf geschissen. Also von dem her, Zeit mit dem spart Sprit und spart Verschleiß am Fahrzeug. Denn das ist nämlich was, was viele nicht kalkulieren. Die sehen nur die Nenngebühren und den Reifen, aber du hast Verschleiß. Kilometer am Auto, Kilometer am Bike, das sind einfach lauter Faktoren, die am Ende des Jahres oder erst nach 5 Jahren, je nachdem wann die Bremsbeläge und die Reifen vom Auto fällig sind, halt wieder Geld kosten. Von dem her, das reduzieren, indem man langsamer fährt und nicht so viel bremsen muss. Deutliche Verschleißreduktion. Jahresbudget am Anfang des Jahresplans habe ich schon gesagt. Ersatzteile, hochwertige Produkte kaufen, habe ich auch schon gesagt. Motorrad auch Wiederverkaufswert. Also wirklich achten drauf, nicht schnell, sondern den Markt beobachten. Was kosten die Dinger? Was sind sie wert? Lieber auch ein bisschen mehr ausgeben, wenn es hochwertiger ist. Ne? Nicht die komplette Mühle kaufen, sondern da einfach so ein bisschen drauf achten. Thema Reifenverschleiß. Reifenverschleiß ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil Reifen eins der teuersten Sachen ist bei dem ganzen Scheiß. Und ich sehe das immer wieder, dann haben viele einen 5 Euro Reifenluftdruckprüfer, der nicht genau misst. Daraufhin wird der Verschleiß schlechter vom Reifen und sie müssen mehr Reifen kaufen, weil der Verschleiß hoch ist. So, da lieber in zwei Sachen wirklich gute Materialien investieren, das ist Reifenluftdruckprüfer und Heizdecken. Die zwei Sachen, wenn günstig sind und nicht gut funktionieren, dann ist der Reifenverschleiß hoch. Somit, du sparst kein Geld, sondern gibst mehr aus. Klingt wieder konträr, weil ich muss teure Heizdecken kaufen. Ja, aber die teuren Heizdecken, die halten einen guten Wert. Das ist das Erste vom Anfang des Videos. Und aber auch, die sorgen für einen besseren Reifenverschleiß. Also Luftdruckprüfer, Reifenverschleiß, da bitte nicht sparen. Da kauft euch wirklich was Hochwertiges. Und dann macht es auch Sinn und dann wird es sehen, auf die Distanz, auf eine Saison von 2, 3, 4 Saisons oder Jahre, Geld gespart. Genau, auch was die Mischungen anbelangt, Mischungen, Reifenmischungen etc. pp., Reifenhersteller, informiert euch, nehmt euch die Zeit. Das ist zum Beispiel was, was nichts kostet. Informieren, sich wirklich von Profis beraten lassen. Also wir verkaufen ja nur Michelin-Slicks, allerdings macht das aus dem Grund Sinn, weil der Kunde bei uns anrufen kann und sagt, hey, ich fahre dir in die Rundenzeit, ich habe dir das vor, was empfiehlst du mir für einen Reifen? Kann sein, dass der ein oder andere Online-Shop 5 Euro günstiger ist wie wir pro Stück Reifen oder 2,50 Euro, aber du hast keinen Support. Da kannst du dir irgendwas raussuchen aus dem Online-Shop, kriegst geschickt und ist vielleicht die total falsche Mischung für dich, hast zack, bumm, 300 Euro vom Fenster rausgeschmissen. Macht keinen Sinn, gib's da lieber, muss nicht bei uns sein, kann auch bei einem anderen Dienstleister sein, 5 Euro mehr für den Reifen aus, kriegt dafür einen Support, befasst euch mit den Reifen, tut die Luftdrücke penibelst prüfen. Meine Videos sind alle online kostenlos zur Verfügung, wie man Reifen richtig behandelt im Thema Reifentemperatur und Luftdruck. Das schont den Reifen, bringt weniger Verschleiß in das Ganze und am Ende des Jahres spart es euch Kohle.
So, eins der interessantesten Themen für manche von euch ist das Thema Sponsoren. Wie bekomme ich Sponsoren für die Rennstrecke? Boah, das ist schwierig, aber es ist möglich. So, jetzt ist die Frage, wie gut bist du? Oder hast du viele Social Media Follower oder wie auch immer? Am Ende des Tages wird sich entscheiden, ein Sponsor wird immer eine Firma sein. So, das Erste, was die Firma haben muss, die muss schwarze Zahlen schreiben. So, das weißt du nicht zwingend. Das kannst du nur erahnen. Außer du hast vielleicht einen Account bei Kreditreform und kannst die Firma raten, dann siehst du, ob die Gewinne abschmeißt oder nicht und kannst sie dann explizit anfragen. Das ist aber komplizierter. Aber was du machen kannst, ist, die Frage ist immer, eine Firma, die investiert in Werbung oder in irgendwas anderes dergleichen, die will immer einen Return of Invest. Das heißt, wenn ich als Firma irgendwo 5.000 Euro hin überweise, dann möchte ich mindestens die 5.000 Euro wieder zurück und eigentlich möchte ich wieder was davon haben. Das heißt, ich möchte einen Return haben, ich möchte eine Rendite haben in irgendeiner Form. So. Jetzt ist mein Licht ausgegangen. So, hab wieder Licht. Also ich möchte als Firma irgendeine Rendite haben. So, das kann zum Beispiel Werbung sein. So, wenn ich eine Firma habe, die irgendwas im Bereich Motorrad herstellt, ist natürlich einfacher, weil die Firma sagt, okay, wir haben hier meinetwegen, wir machen Zubehörteile. Ne? Und du bist jetzt jemand, der eine hohe Reichweite hat, bist auch ein schneller Motorradfahrer, gewinnst auch hin und wieder mal das eine Hobbyrennen. Und dann hast du deren Produkte und dann will natürlich, oder kann sein, dass viele andere auch das Produkt haben wollen und dann bei dem einkaufen. So soll es in der Regel sein. Es gibt auch andere Firmen, die sagen, okay, ich bin ein Heizungsbauunternehmen, wir haben so viel Gewinnüberschuss, da können wir schon ein bisschen was verschmerzen, zahlen wir weniger Steuern, ist ja egal. Das ist aber der Seltenheitsfaktor. Das kann sich heute keiner mehr leisten. Keiner ist bereit, 10.000 Euro einfach irgendjemand zu geben für no return of invest. Das gibt's nicht mehr. Das ist hinfällig. Das hat es früher vielleicht gegeben. Oder vielleicht auch Sympathie oder mit Vitamin B oder der Onkel und der hat halt ein bisschen was über. Und es gibt solche Leute, gibt's, aber das ist nicht die Regel. Also du brauchst jemanden, der ein Produkt hat und das irgendwie zwangsläufig mit dem Motorrad, Motorsport oder mit dem Motorrad allgemein verschmilzt. Das kann auch eine CNC-Fräserei sein, der meinetwegen Gabelbrücken fräst. Aber du brauchst jemanden, du musst dem was bieten können. Oder es ist ein anderes Agreement, wie zum Beispiel, du bist ein guter Fotograf und du sagst zu der Firma XY im Ort oder du kennst jemanden oder das ist ein Teillieferant, pass auf, ich mache dir Produktfotos von deinen Teilen auf der Rennstrecke, wie es quasi in Action sind, also spezielle Videoaufnahmen, Fotoaufnahmen und dafür brauche ich deine Unterstützung in Form von der Teilen oder aber auch vom Budget. So, das sind die Möglichkeiten und da musst du dich immer fragen, wenn du auf eine Firma zugehst, musst du denen eigentlich von Anfang an gleich sagen, was du ihnen bieten kannst. Was kannst du ihnen geben und dafür hättest du gerne, wenn es denn möglich wäre, das. Und dazu musst du den Firmen auch zeigen, was du kannst oder was du bist, wer du bist, wie hohe Reichweite du hast, wie schnell du bist oder du möchtest einen Cup fahren und du möchtest da mitfahren und bist gut und so weiter. Aber es gibt viele gute und von dem her musst du da auch rausstechen. Sonst hat das relativ wenig Sinn. Und du musst die Firmen sehr hochwertig angehen, also in hochwertiger E-Mail-Ausführung, schön verpackt, PDFs, Media-Kits, wo du zeigst, was du machst, wie viel Reichweite du hast, wie viel, ne, und so weiter. Das ist sehr, sehr entscheidend und wir uns fragen auch Leute an für Sponsoring. Wir machen eigentlich nur ein Sponsoring. Und sonst eigentlich, wir können das uns einfach noch nicht leisten und ich will das auch nicht zu sehr machen, weil das Thema ist ja auch, dann kommt da jeder an und sagt, okay, warum sollen wir bei SBK was kaufen, da kriegt jeder was umsonst. Also das machen wir einfach nicht, bei mir uns müssen auch Semi-Profi-Rennfahrer, IDM-Fahrer etc. bezahlen fürs Fahrwerk. Das ist einfach so. Wir können uns das einfach nicht leisten und ich glaube, im Fahrwerkbereich machen das sehr, sehr wenige. Große Sponsoring. Aber das sind eher so Vertriebler, Teilevertrieb und so weiter, die Zubehörteile etc., die sind da eher gewillt dazu, zu unterstützen. So, ein letzter Punkt ist, eigene Zusatzdienstleistungen anbieten. Ich sage immer, jeder Mensch kann irgendetwas verdammt gut.
Ja, also vor allem auf der Rennstrecke gibt es viele Handwerker, die irgendwas richtig, richtig gut können. Das muss noch nicht mal Motorradfahren sein, das muss auch nicht was mit dem Motorrad bezogen sein, aber es kann sein, dass du bist vielleicht ein guter Handwerker in Form von, du bist ein guter Schreiner, du bist zwar fest angestellt, aber du bist trotzdem ein guter Schreiner und kannst irgendwas nebenbei deiner Anstellung machen. Und das bietet sich sehr gut an. Entwickel oder hab Ideen, wie du deine Handwerktätigkeit in unseren Sport bringen kannst und dabei den Sport vielleicht irgendwie komfortabler machen kannst. Du kannst einen Teil entwickeln aus Spaß an der Sache und kannst das im Fahrerlager verkaufen, weil du sagst, hey, ich habe hier einen geilen Ständer entwickelt, da kann man das oder das machen. Bist Metallbauer, hast einen Zentralständer gebaut oder hast einen Hinterachsständer gebaut oder hast irgendein elektronisches Bauteil oder wie auch immer. Oder du bist Chemiker und hast ein spezielles Reinigungsprodukt, wo die Pickup-Dinger perfekt runtergehen. Das heißt nicht, dass du das im großen Stil machen musst mit Online-Shop oder an die große breite Masse europaweit verkaufen musst, aber wenn du das vor Ort an der Rennstrecke dem einen oder anderen verticken kannst, im positiven Sinne, also verkaufen kannst, veräußern kannst, und der andere sagt, boah, das ist aber cool, dann kannst du damit das finanzieren. Das heißt nicht, dass du mit einem Plus rausgehst, aber wenn du die Kosten senkst, ist das doch eine geile Sache für jemanden, der gerade damit angefangen hat, zu versuchen, irgendwie das Hobby zu finanzieren. Also, da gibt's Möglichkeiten, und so ging das bei mir auch los. Das war bei mir damals das Coaching. Der Hintergrund war natürlich, dass ich auf verblüffende Art und Weise irgendwie schnell habe Motorrad fahren können, das von Anfang an, und konnte das irgendwie durch Zufall jemandem beibringen. Und es war halt dann so, dass halt irgendjemand in der Box mal gesagt hat, du, wie machst denn du das und das? Das sieht bei dir so einfach aus. Und ich habe gesagt, du, ich mache das so und so, probier's doch mal. Und dann kam der zurück und sagt, wow, und das ist geil und das ist voll easy und wow. Und dann kam der Nächste und irgendwie haben mir alle das Feedback gegeben, wow, da habe ich was gelernt. Und dann dachte ich mir, das kannst du ja mehr Leuten sagen. Und daraus ist der YouTube-Kanal entstanden und das war nicht wirtschaftlich geplant. Das ist auch oft so, dass man darf auch nicht zu sehr dran am Anfang nicht dran denken, ja, das muss sofort profitbringend sein, sondern das muss eigentlich mehr aus Spaß an der Sache sein, um das Hobby zu finanzieren. Und dann gibt es auch mehr Elan, mehr Energie, mehr positives Feedback. Und dann kann natürlich draußen ein Geschäft werden, aber das darf im ersten Moment nicht im Vordergrund stehen, sondern du musst das machen, weil du Bock drauf hast, weil du Spaß an der Freude, Spaß am Tun, ne? Also am Machen. So, das sind meine Tipps gewesen, wie man das Rennstrecken-Motorradfahren so ein bisschen besser finanzieren kann. Hast du noch Ideen, die ich jetzt hier nicht auf meinem Zettel habe, die ich vielleicht weiß oder auch noch gar nicht weiß, dann schreib es bitte einfach in die Kommentare. Ich glaube, da kann jeder von uns profitieren, weil wenn wir alle was möchten, und ich schließe mich da total mit ein, dann ist es doch dieses geile Hobby, so ein bisschen länger am Leben zu erhalten, was in der momentanen Phase nicht leicht ist. Also ihr wisst, ich bin ein durchaus optimistischer Mensch, aber das ist eine harte Zeit. Das ist eine harte Zeit für uns Motorradfahrer auf der Rennstrecke und auch für alle Dienstleister, die in diesem Bereich oder von diesem Bereich leben müssen. Und ich hoffe, dass wir alle aus diesem Tal wieder mal rauskommen, dass sich das hier, was alles um uns herum passiert, irgendwie eliminiert oder auch wieder besser wird. Denn nach der Ebbe kommt die Flut. Also immer positiv bleiben. Lasst uns das ein bisschen teilen mit euren Freunden. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, das war's von mir. Bis dahin und ciao.